Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. Wir sind in Dieburg bei Die Döner. Bekannt aus TikTok. Hat einen kleinen TikTok-Hype auch, der Die Döner. Und ja, er hat uns auch die Läden empfohlen in Frankfurt, die Dönerläden. Natürlich gab es auch die Läden, die er empfohlen hat, oft in den Instagram-Empfehlungen. Aber wir sind jetzt bei ihm zu Gast. Er hat den 3000-Kalorien-Döner. 3000 oder 5000? 3000. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Also ja, wie gesagt, ich komme aus Berlin, der Döner-Hauptstadt. Schwer uns zu beeindrucken. Und deswegen bin ich gespannt, was er so zu bieten hat. Wir werden den 3000-Kalorien-Döner testen, dann nochmal den normalen. Und ansonsten bin ich gespannt und ja, ich treffe ihn noch das erste Mal. Eine kleine Überraschung haben wir auch mitgebracht. Kleine Überraschung habe ich ihn auch mitgebracht. Und zwar, bevor er noch zuhört. Bei deinen drei Empfehlungen in Frankfurt war eine davon ein kompletter Reinfall. So wirklich Reinfall, dass ich wirklich stundenlang danach noch diesen ekligen Geschmack im Mund hatte. Und ja, das zahle ich ihm heute heim. Wie blendend ist mein, wa? Ja. Genau, was jetzt passiert, seht ihr jetzt. Und deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir jetzt wieder eine Wurst mit 1,2 Millionen Scoville. Konzentrat natürlich. Das hat mich letztes Mal selber umgehauen. Und ja, ich werde mit ihm ein Schärfewettessen machen. Natürlich wird in meiner Currywurst nichts sein. Und in seiner 1,2 Millionen Scoville. So, damit wären wir dann quitt für den schlechten Döner, von dem mir schlecht wurde. Zu breit für Frankfurt Straßen. Zwei genau so zum Mitnehmen. Und eine davon mit dem 1,2 Millionen Scoville war das? Yes. Kleiner, feiner Laden. Nebenan kann man noch sitzen, falls ihr erst den nicht kennen solltet, die Döner. Guckt euch seinen TikTok an. Ich begrüße dich. Ich grüße dich auch. Willkommen in Dieburg, in der Großstadt hier. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, gut angekommen. Ja, ja. Ich danke dir erstmal für deine zwei Empfehlungen. Zwei Empfehlungen, der dritte? Die dritte war ein Reinfall. Aber hab ich ja gesagt, oder? Vorher. Aber richtiger Reinfall. Ja, ich hab gesagt, deine Meinung wollte ich irgendwie hören. Anderer YouTuber hat ihn zu hoch angepreist. Echt? Ja, aber er sagt den Namen nicht, du weißt selber schon. Und er hat ihn auf 9,5 oder so, 9,9. Bei dem, wo ich den ja. Nein. Aber er hat ihn wieder revidiert. Ja. Den zweiten? Ja. Köln-Lü. Aber na, ich war auch da, aber das Fleisch sieht echt saftig aus. Aber da ist irgendwas drin, was mir nicht schmeckt. Kamun. Kamun? Gewürz. Ach so. Ganz den Laden stinkt danach. Riech mal rein. Nicht, dass wir bei uns auch Kamun was ist. Ich hoffe nicht, dass Kamun da ist. Was ist Kamun überhaupt? Gewürz. Ist ein Gewürz? Ja. Arabisches Gewürz. Ja, so. Also er hat ja an dem Tag behauptet, es ist Kümmel. Aber es war Kümmel. Wir haben beide gedacht, es war Kümmel. Kümmel. Du hast mir auch nachgeschrieben, Kümmel, ja? Ja, es war Kamun. Kamun. Yes. Aber hier riecht nach. Ja. Nach gar nichts. Die Aufzugabe ist gut auf jeden Fall. Läuft. Nach Currywurst? Ah. Hast du Zwischen gebraten oder so? Ja, ja. Eben gerade nochmal für einen Bommeldöner, Bommelbowl will der junge Mann haben, mein Kameramann. Achso, da machst du Zwischen rein, ja? Ja, ja, Sujuk, Cheddar-Käse, da ist Hähnchen-Patty drin und Käsesoße, Cheddar, alles mögliche, so ein Bombending. Das wirst du auch noch probieren, aber den Bommeldöner wirst du hier. Ja, ja, wir machen, das ist dieser 3000 Kalorien. 3000 Kalorien, ja, ja. Der Bommel, wie die anderen sagen, mal Pummel dazu, Olle. Und ich habe auch einen Namen dazu gesagt, aber Bommel. Ich sehe auch bei dir, was hier, was bei Berlin gar nicht so ist. Wir haben nur ganz normale Sachen, Salat, aber Rotkohl, Zwiebeln, auch nicht. Rotkraut, Weißkraut gemischt bei uns. Eine Mischung. Ach so. Wir machen nicht eine Sorte, sondern zwei. Oh, okay. Und wir haben drei verschiedene Soßen. Knoblauchsoße, ohne Knoblauchsoße und eine Chili-Soße. Also ja, etwas schärfere. Tun wir aufs Brotfleisch noch, die es haben wollen. Und ja, nicht schlecht. Bisschen angepasst. Weil die ist gefragt, diese scharfe Soße wollen alle haben irgendwie. Yes. Muss ich auch anbieten, du weißt, muss wieder Zeit gehen. Und beide Spieße sind kalt. Reines Kalbfleisch. Geschichte Version. Fleischspieße am Tag. So. Ja, ja, eigentlich schon. Aber spezial heute nur für Wilan haben wir, als Big Baba, haben wir zwei Spieße drauf gemacht. Damit er auch satt wird, ich weiß nicht, wie er isst, deswegen. Ich brauche schon zwei Spieße. Zwei Spieße auf jeden Fall zum Frühstück, oder? Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich fange gar nicht, was willst du essen? Weißt du schon, was du haben willst? Weg Currywurst? Nee, nee. Ja, dann ist ja gut. Nein, haben wir nicht. Was du vorgeschlagen soll machen. Weißt du noch? Ich habe Currywurst mitgemacht. Ja, ich weiß, die essen wir nachher, oder? Na, gleich. Dann wenn wir fertig sind, hier, genau. Aber ey, ich bin kein Schafesser.
Ich habe dich zum Beispiel verschont. Wie verschont? Ich habe die schärfere genommen. Ah, okay, dann spielst du mehr als ich hoffentlich. Also ich habe 1,2 Millionen, du hast 1 Million. Geht nach der Größe, glaube ich, ne? Big Baba muss mehr, ich muss ein bisschen weniger Scham essen. Ich sag mal, ich bin schon gespannt. Vor 2 Tagen habe ich die gegessen in Frankfurt. Die Schärfe ist nicht das Problem, es hat direkt auf meinen Magen gegriffen. Ja, aber du hast auch viel gegessen, habe ich ja geredet. Aber hat dann alles weggebrannt, oder? Das war also, war kein Spaß. War kein heftig, Spaß. Oder? Was haust du da rein in die Bowl? Bowl, Pommes, Cheddar-Käse in Scheibenformat und dann Fleisch und dann kommt da noch Soße drauf und was kommt danach? So, ein Crispy Chicken Patty, klein geschnitten und dann Sujuk und dann Käsesoße noch drüber. Also es ist ein, da musst du Hunger haben auf jeden Fall, oder? Er kämpft ja auch damit. Er nicht? Willst du noch ein Essen? Ja, mal langsam. Aber schon ein Baba-Ding. Das sind auch 3000 Kalorien auf jeden Fall. Hast du schon Hunger? Ja, 3000 Kalorien, wenn ich daran denke, bin ich echt. Ist eine andere Welt auf jeden Fall. Freut mich, dass du hier bist auf jeden Fall, Bilal. Ja, mich freut's auch. Unsere dass letzte auch Station bist. Wir haben uns oft auf TikTok live gesehen. Richtig. Mittlerweile mal live ist auch nochmal gut. Sehr gefreut. Für alle, die es nicht wissen, ich bin öfters abends live auf TikTok. Ihr könnt mir gerne auf TikTok folgen. Mit Dönermann oder mit Mowgli, eins von beiden. Erstmal muss ich Fleisch testen. So ein bisschen. Ich habe auch so eine Spezialsoße. Okay. Extra für dich geholt. Okay. Du magst ja scharf. Knuspriges Fleisch auf jeden Fall. Sieht gut aus. Aber ein Check für dich. Vielleicht willst du ja auch probieren. Probier das Fleisch erstmal. Das ist reines Kalbfleisch. Ein bisschen fettiger dafür, aber saftig. Aufpassen, das ist scharf. Scharf und saftig, Leute. Aber macht ihr eure Spieße selber rein? Wir machen bei uns in anderen Geschäften, machen wir selber. Aber der macht bei uns nochmal in der Firma nochmal für mich extra die Spieße. Also in unserer Gewürzmischung sagen ja alle, aber ist anders als andere Fleischsorten. Wir haben viele hier mit gutem Kalbfleisch gemischt. Ich bin ja der Einzige, der reines Kalbfleisch hat und bestimmte Gewürze drin. So schmeckt mir am besten, deswegen machen wir es auch so. Hast du deinen Eindruck? Geil. Scharf so scharf oder nicht? Scharf. Ah, genau. Ist gut aber. Ja, gut, oder? Für dich. Also, hat so einen Eigengeschmack, aber nichts für mich. Aber. Ja, ist lecker. Ist lecker, oder? Ja. Ist richtiges Fleisch. Also, da ist überhaupt kein Bindemittel drin, kein Natrium, wie auch immer, was alle reinmachen, haben wir bei uns gar nichts drin. Das ist auch kleine Stücke Fleisch. Da sieht man auch dann dran, dass da keine bestimmte Stoffe drin sind. Das sind keine so, hier, so lange Streifen. Das ist ganz, daran sieht man einen guten Döner auch, Leute. Aber die anderen sind auch gut. Das ist auf jeden Fall. Jeder auf seiner Weise macht's gut, Leute. Hauptsache mit Liebe und mit Wollen. Das ist sehr wichtig bei sowas. Aber bei Big Baba sind ja die Soßen sehr wichtig. Ja. Genau. Hoffentlich schmeckt nur eine Soße hier, aber das ist halt rein mein Gebiet. Da ist ein bisschen anders gemacht alles. Ist das auch scharfe Soße, die du da hast? Nein, nein. Ah, okay. Das ist speziell, das ist wirklich gut. Ah, damit du mal ein bisschen was Schärferes hast. Unser Döner ist Standard 90er Jahre Döner. Mit Fladenbrot, das altbewährte, wo außen knusprig, innen drin weich. Und wir lassen seit 30 Jahren haben wir das Gleiche. Gleiche Soße, gleiche Fleisch, unsere gleichen Inhalt rein. Wir ändern daran noch nichts. Es gibt Leute, denen es nicht schmeckt, aber die können ich allen, zusprechen. Geht ja nicht. Also wir müssen ja manche Kunden bei uns, den meisten schmeckt es. Die Fleischqualität ist super. Ja, also ich wollte schon probieren lassen erstmal das Fleisch, weil das richtige Fleisch ist zwar fettig, aber saftig. Saftig, wie meine TikToks, Leute. Ihr wisst, saftig muss es sein. Ja, der Ersin Baba wird uns jetzt mal einen 3000 Kalorien Döner machen, der Bommeldöner, wa? Bommeldöner, ja, mit 3000 Kalorien. Mit Pommes oder ohne Pommes? Bisharo oder ohne? Nicht Bisharo. Bisharo hat noch Pommes drauf packen lassen. Nach meiner Meinung ist zu viel die Pommes. Ja, nee, ist zu viel. Soll normal bleiben, fleischig, saftig. Genau. Sollen wir den machen? Genau. Erstmal den und danach nochmal den normalen. Oder ich würde normal erstmal empfehlen eigentlich. Echt? Normal, erstmal den normalen. Dann machen wir erstmal den normalen. Weil du den Geschmack erstmal rauskriegst. Genau. Und dann Bommeldünner als? Als Nachspeise. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir brauchen den für dich. Wir haben jetzt, wie gesagt, das Fleisch haben wir gerade probiert. Mir hat das Fleisch gut gefallen. Ich bin generell sehr beeindruckt von dem Fleisch hier in Essen. In Essen? Hessen. Hessen, ja. Also allgemein diese Japrak-Kalbfleisch. Manche, wie gesagt, manche waren nicht so toll und manche waren Bombe, ja. Das Fleisch hat mir schon so ohne nichts geschmeckt. Ja. Ich meine, wenn das Brot noch gut ist, perfekt, guck mal. Guck mal. Wie gemalt. Wie gemalt.
aber du hast wenig Salat. Normal ist alles perfekt belegt, dass jeder Biss. Ich habe jetzt extra ein bisschen weniger Salat, ja. Richtig. So wie ich ihn aber auch in Berlin immer esse. Genau. Brot gefällt mir. Brot, richtig geil. Ich hab's mir voll angetan. Richtig lecker, ich schwöre es dir. Küss dein Herz. Das gefällt mir noch besser, als es Salz schmeckt. Also richtig lecker. Richtig, gut, oder? Richtig lecker. Freut mich sehr. Baba. Schon sehr Angst gehabt, ne? Deswegen Baba ist ja voll links hier. Schlecht in der Bewertung, aber. Richtig lecker. Freut mich sehr. Brot ist auch geil. Passt, oder? Perfekt. Gutes Fleisch. Sehr gutes Fleisch. Mit dem geilen Brot. Die Soßen. Ich sag ehrlich, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich dachte mir, aber besser als einige Döner in Berlin. Also schmeckt auf jeden Fall, oder? Weil es ist echt Geschmackssache. Freut mich sehr, dass ein Berliner meinen Döner schmeckt. Also bald bin ich auch zu Gast in Berlin. Da wird Bilal auch hoffentlich sehen. Und man kann ja nichts falsch machen beim Döner. Man sollte nur frisches Gemüse haben, gutes Fleisch, deine Soßen sind eine Geschmackssache. Du kannst den Döner ohne Soße sogar essen, Bilal. Das Fleisch ist saftig genug. Ja. Da brauchst du keine Soße, aber brauchst drei Döner danach. Weil die Soße sättigt auch. Ich sag mal, meine passieren bei uns. Den probiert jetzt Fabi. Jawohl, Fabi muss auch essen und groß und stark werden. Wir haben ja auch wieder den Krautsalat drauf, ne? Den weißen. Ich finde die Kombination Bombe. Okay. Aber normalerweise, wir müssen bei ihm das drauf, ganz wenig drauf machen, damit du probieren kannst. Ja, eigentlich schon. Eigentlich mal schon, eigentlich hier. Schon. Ganz wenig. Babi, du bist der King auf jeden Fall im Schafessen. Nee. Ist das scharf für dich? Für mich sehr, ich kann es nicht essen. Das Brot gefällt mir sehr gut. Dieses Außenknusprige. Heftig. Dieses Flauschige. Das Fleisch sehr saftig. Ja. Die Soßen sehr intensiv, finde ich zumindest. Der Salat ist auch frisch und knackig. Ja, im Großen und Ganzen ist es ein stabiler Döner auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall hier geben. Zeig mal her den Teller, komm her. Zeig mal her den Teller, mal in die Kamera. Ja, schon fette Portion auf jeden Fall. Ja. Fette Portion. Ist die 12,50 € gut angelegt oder nicht? Ja, also guck mal, das Problem ist, du hast eine gute Fleisch, nicht Problem. Du musst das verlangen. Ich muss auch mehr verlangen. Sogar ja, aber ey, du hast eine gute Fleischqualität. Ja. Das Einkauf schon teuer. Ich habe dir die Rechnung gezeigt. Die glauben mir, ich kann mir gleich schon zeigen. Also guck mal. Das sind, guck mal, nur 100 Kilo und brutto kommt hier raus. Bei so einer Fleischqualität zahle ich gerne ein bisschen 1-2 € mehr und habe dafür einen geilen Döner. Das Einzige, was ich wirklich aus dieser Hessen-Tour mitnehme, ist, ich finde zwar unser Hackfleischdöner in Berlin geil, ja, gar keine Frage, aber mir gefällt dieses Steakfleisch, Jabrak, aber was qualitativ sehr gut ist, besser. Viel, viel besser. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wenn du hier eine Weile bist, sondern wieder zurück nach Berlin gehst, ja, vermisst du den Hackfleisch. Ja, richtig. Aber ich könnte mich auch an dieses Jabrak-Fleisch gewöhnen. Chicken Patty hier rein. So. Danach tun wir noch, wenn bloß Hand war, Käsescheiben drauf. 1, 2 und 3. Das wird eine Mischung wieder. Also Big Baba. Salat, ganz wenig, wie immer, glaube ich. Tomaten, machen wir 3 Stück rein, dass es saftig wird. Bisschen Zwiebel muss sein. Knoblauchsoße oder ohne jetzt? Bisschen Knoblauch. Bisschen Fleisch brauche ich jetzt. Hast du geschnitten schon? Ja, schneiden gerade noch, Leute. Sehr gut, Leute. Saftiges Fleisch. Jetzt machen wir noch Soße. Bisschen drauf. Bila guckt schon ganz skeptisch. Sucuk. Dann machen wir das Sucuk mal. So, jetzt wird einzeln belegt, Leute, mit Liebe. So. Das machen wir jedes Mal so. Das ist echt, der Bommeldöner nimmt viel Zeit auf sich. Der Preis also gerechtfertigt. Was kostet der Bommeldöner? 10,50 €. Und dann machen wir noch. Die typischen, so. Damit auch saftig ist. So ist der Bommeldöner. Aber den wollen wir noch einpacken und halbieren. Was denkt ihr, Leute? Ist saftig oder saftig? Bila, was sagst du? Das ist ultimativ saftig. Alter Schwede.
Das halbe Ding kommt mir schon rüber vor wie so. Oh, Alter. Wie viel Kalorien hat der so? 2,5 auf jeden Fall, 2,5 Tausend. Wir haben die Soßen allein gerechnet, die Soßen haben schon einen Zug. Wegen der Käsesoße, die Knoblauchsoße, dann noch unten Soße, oben Soße. Das ist halt schon, Soße ist schon vertauscht worden. Das ist die Soße aus Mayonnaise und Zutub, alles geht ja noch. Boah, der ist schon heftig, Alter. Eine wilde Mischung. Ja, gut, ich sage jetzt ein bisschen viel Soße. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Bommeldöner und normalen Erzing-Baba-Döner, dann würde ich immer den Erzing-Baba-Döner essen. Ja, den normalen, oder? Ja. Meiner Meinung nach, auch, den esse ich ja sehr oft, aber den anderen nicht. Okay. Ja, haut schon um so. Ich werde mir noch ein kleines Stück gönnen. Fabi, probier du mal. Mist, aber zu viel in einem drin. Ich mag es nicht, wenn es so überfüllt ist. Man kann es mögen, wenn man extrem deftig mag. Ja, für mich ist es nichts. Es sind zu viele Komponenten auf eins, was in meinem Mund irgendwie explodiert, weißt du? Deswegen, ich weiß nicht. Also ich bin sehr zufrieden mit die Döner. Hat gut abgeliefert. Natürlich ist der Bommeldöner was Spezielles. Spezielles. Das ist mein Produkt, was die Leute von außen anlockt. Ganz einfache Sache. Das ist anlocken, dass Leute herkommen extra für meinen Bommeldöner. Für normalen Döner kann ich nicht her, leider. Das genau, diesen Bommeldöner gibt es auch als Bowl, könnt ihr auch sozusagen genau. Erzählen. Baba Bowl, ja. Ich habe sogar gesehen, dass viele sich eher diese Bowl bestellen. Bowl, ja, es ist neu. Ich habe jetzt morgens gepostet um 8 Uhr. Das war schon um 12, 1 Uhr, fast 1 Million Aufrufe. Und die ersten kamen an dem gleichen Tag schon. Das ist Marketing, oder? Gepostet, direkt verkauft. So muss sein. Stabil auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ich würde mal sagen, ich hole mal die Wurst für das Schärfe-Challenge. Ja, genau. Und dann? Ich freue mich nicht, aber ich werde mitziehen auf jeden Fall. Stabil. Was machen wir, Baba? Wer zuerst die Wurst isst? Zuerst? Leer. Leer. Nein. Ich dachte, ich sollte nur eine essen. Nein. Oh mein Gott, Leute. Saftige Wurst, aber ey, Erste Baba. Mach dich immer in einer bereit. Mach mal leise, bitte. Aber nee, ich brauch keinen Einer. Aber ich will, dass du einen Einer hast. Als Absicherung gehört ein Einer nur für mich. Mal gucken. 1,2 Millionen Extrakt. Extrakt ist es, oder was? Ja. Was daran anders, habe ich kapiert immer noch nicht. Intensiver? Ist giftiger. Giftig. Ja. Da musst du noch unterschreiben irgendwas, wegen meiner Gesundheit. Wenn ich schnell esse, brennt weniger, oder? Genau. Was meinst du? Ich esse auch schnell. Einfach schlucken. Wenn du nicht mehr kannst, kommt er als Verstärkung. Ja. Der muss arbeiten. Einer muss ja arbeiten. Ja, aber ich meine, ja. Wie bei Schlägerei. Sagen wir mal, einer muss nach Hause gehen, der muss morgen den Dönerladen aufmachen. Dann richtig, richtig. Bist du bereit? Wer zählt hoch? Ich. Bei los geht los, ja? 2, 1, los. Das ist ja Mörder, Alter. Dieser Mörder. Aber wie ist das? Boah. Ja. Servus. Merkst du gar nichts? Geht. Also, aber kommt noch. Was? Wie habt ihr denn? Da drin. Das geht gar nicht. Boah. Der nicht mal Schluck auf. Ich werde ihn nicht gern. Ich bin gerade. Oh! Boah! Das brennt richtig. Ich schenke noch einen Ei ran. Hab lieber Brot, Alter. Also ich mache heute krank, weil ich meinen Laden zu, Leute. Heute die Döner. Schärfegrad 1 bis 10, was sagst du? Boah, ich habe schon viel scharf gegessen, ich habe auch diese Chips schon gegessen. Also schon 9 bei mir schon, also ist zu hoch. Echt? 10 ist noch schärfer, diese Chips. Ja. Hast du gegessen, Bob? Wie geht das? Keine Ahnung. Leute, Erzing Baba ist Maschine, ihr wisst, ich verliere nicht so gern. Sogar beim Wassertrinken habe ich schon verloren. Respekt, du hast gewonnen. Nur bei Armdrücken können wir noch machen, aber dann. Du hast gewonnen. Dann können wir es auflösen, oder? Könnt ihr auflösen? Was ist die Auflösung? Die Auflösung ist. Deine hat 1,2 Millionen Skivier. Scheiße, Alter! Und meine hat gar nichts. Nein!
Schön geprankt mich jetzt, ja? Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich danke dir auch vielmals, dass du überhaupt da warst, so einen Weg auf dich genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, das war die Folge aus Dieburg bei Die Döner. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zur nächsten Folge. Peace.